Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Aufnahme von Feed the Beast. Diesmal wieder mit King Burak 69. Ich, Nadiv, mit Steven. Und ich. Diesmal seht ihr beide Sichten. Oben links seht ihr Adis Sicht. Läuft bei dir alles flüssig, Adi? Ja. Ich will dich nochmal kurz daran erinnern, du wolltest gerade das Obsidian wegbauen, als wir letztes Mal aufgehört haben mit der Aufnahme. Ich hoffe, ich finde. Psst. Ja, okay, ist eigentlich egal. Okay. Und ich war gerade hier ran, hier das ein bisschen weiterzubauen. Ich mache mal die ganze Erde rein. Ich habe extrem viel Erde. Ich habe auch schon zwei Minium-Scherben. Was brauche ich denn? Nichts brauche ich. Bei drei von denen nur, dann habe ich noch die Sticks gehabt. Hatten wir nicht noch? Ich hatte doch noch irgendwas. Oh Scheiße, das Ding ist wieder da. Ich hab's gehört. Ich verpiss mich. Schlagen, Scheiße. Komm runter. Nee, das Ding ist lieb. Ehrlich? Ja. Greif ihn nicht an. Nur wenn es lila ist, greift es einen an. Wenn nur wenn du es schlägst. Ja. Scheiße, das kommt auf mich zu, ich habe Angst. Ding ist lieb. Okay. Dann können wir sie eigentlich da lassen, oder? Ja. Oder wird's nachts böse? Keine Ahnung. Ah ja, genau. Was soll ich machen? Ich wollte schnell die Gaspitzhacke drauf. So. Dann wollte ich Solarpanel bauen. Noch ein Iron Furnace, du stellst mir nicht hin. Läuft bei dir alles flüssig? Ja, 50 FPS. Hä? 50 FPS? Ja, ich hab 60. Noch FPS-Begrenzung reingemacht. Ja, ich auch. 60 FPS-Begrenzung habe ich. Ja, und ich habe 50. Ehrlich? Ja. Hier gibt nochmal das Crafting-Rezept für ein Ding, für einen Zaubertisch. Für einen Zaubertisch? Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie einen Zaubertisch gebaut. Zaubertisch gebaut. Bücherregale, ich muss am Millionärdorf suchen gehen. Warum Millionärdorf? Was für Bücherregale gibt? Die gibt es aber auch so, wenn man sie selber herstellt. Du brauchst aber Leder und ich habe nicht viel. Da hast du natürlich recht. Kann ich abbauen. Ich wollte eigentlich Solarpanel anbauen. Also brauche ich ein bisschen mehr Sachen. So, jetzt haben wir hier einen Aufgang. Aber später müssen wir hier eh nicht mehr so oft hochgehen. Da wir dann nämlich eh unten die ganzen Maschinen und so haben. Also ich setze mich jetzt mal ran und mache hier mal das Dach, würde ich sagen, oder? Dafür brauche ich aber noch Holz. Haben wir noch Holz oder soll ich hier welches holen gehen? Ich setze noch mal wieder die ganzen Säpplinge hin, die wir eingesammelt haben, oder? Da, ganz Säpplinge. Ja. Haben wir noch auch Säpplinge? Oh. Dann gehe ich los. Dann gehe ich mal los. Überleben. Mann, haben wir viele Rubber Tree Säpplinge. Ich setze die alle da hinten zu den kleinen Waldstückchen bei dem Sumpf hin, okay? Mal. Hier ist auch so ein blauer Baum, Adi. Hast du den schon gesehen? So ein magischer Baum. Es geht nur ein paar Schweine töten und dann. Ja, da wo ich bin, sind auch ein paar Schweine. Ah, hier ja, fliegt das Ding rum, sein. Adi. Aber es ist lieb. Kommt drauf an. Ich gehe hier töten ein paar Schweine und dann gehe ich in die Höhlentour. Okay. Weil wir haben viel zu wenig Kopper.
Ich baue so lange hier in dem Haus weiter. Ja, du kannst dann später mal die Kohle aus dem Generator rausnehmen. Okay. Okay, warum? Ich mach noch, bevor ich gehe. Ich glaube, weil es Kohleverschwendung ist. Warum wird es automatisch weggemacht? Ja, die Kohle wird verbraucht. Kannst du sie ja selber rausmachen. Aber wenn ich einen Höhlentor mache, dann. Hier sind über noch Rohrbaubäume und hier sind normale. Gut, das reicht mit Fleisch für mich. 16 Stück. Oh, ich gehe jetzt hauptsächlich Kopper suchen. Ah, hier ist ja geil schon in den Eingang. Ehrlich? Ja, alles voll. Oh, Marble, geil, Marble. Dann ist gut. Mit Zombies. Aber ich finde das Texture Pack, was ich benutze, das ist auch ganz schön. Vor allem Stein und so sieht richtig schön aus. Alles schön. Sieht wirklich alles toll aus. Kennst es ja, glaube ich. Ja, ich kenne das. Ist denn hier schon irgendwo Zepplinge? Nö. Ah, da oben ist schon der erste Baum gewachsen. Wir müssen hier ziemlich viele Rubberbäume rumstehen. Ziemlich viele. Also an Rubber fehlt es uns dann bald nicht mehr. Wir können auch so eine automatische Rubber Tree Farm machen. Das kann ich ja dann machen später. Ja. Das Fleisch putzelt da mal schnell, dann gehe ich gerade unten ausschalten. Beziehungsweise. Auf geht's. Ella, schwimmen. Also, ich mache nur zwei Maschinen aus. Kann schon bald ein Solarpanel bauen, beziehungsweise mehrere, hoffe ich mal. Schon. Kannst du schon Solarpanels bauen? Bald, habe ich gesagt. Bist du noch nicht in der Höhle drin? Ich hab gedacht, du wärst schon in der Höhle. Ach, egal, sind hier noch 23 Kohle drin, von daher macht das nichts. Ich glaube, das Holz dürfte erstmal reichen. Vorerst. Brauchen wir noch eine schnelle Eisenrüstung, okay? Macht es. Hier wachsen auch Kürbisse, die brauchen wir nachher, um eine Baumfarm und eine Kürbisfarm zu bauen, sowas. Und Melonenfarm kann man, glaube ich, auch bauen, oder? Kann man Melonenfarm bauen? Weiß schon. Weil das braucht man dafür, Kürbisse. Und Melonen braucht man, aber Melonen müssen wir noch suchen. Die gibt es ja nur in den... in diesen Spawn-Dingern da, in den Höhlen. Wie heißt das nochmal? Ich brauche noch meine Hose. Was für eine Hose? Also was ich sagen muss, ist Sticky Resin sieht irgendwie komisch bei mir aus. So, wir müssen jetzt dann auch mal irgendwie uns ein Feld anlegen. Ich lege nachher ja, mal unten ein Feld an. Das machst du. Gehen wir jetzt erstmal nochmal schlafen, bevor du in die Höhle gehst. Ja. Was ich gleich noch schnell mache, ist eine Druckplatte. So. Kommst du? Ja. Was los? Bist du geschlagen? Ich bin von da oben runtergesprungen ins Haus. Ach so. Core. Ah nein, ich muss noch. Wir hatten noch ein Crafting Table, was ich brauche. Ich nehme hier gerade mal die Kohle mit. Ja. Da läuft die Höhle einfach. So, und dann. Mache ich hier mal ein paar Treppchen.
dürfte reichen. Oh ja. Oh, hier gibt's Marvel, sieht cool aus. So, mal schauen, ob wir schaffen, darauf zu springen. Ja, siehst du mich noch? Ich bin noch hier unten bei dem Berg am Fuß. Kannst du mal kurz kommen und ein paar Fackeln runterschmeißen? Weil du vielleicht das Deck fackeln. Ja, okay, ich brauche mal. Ich brauche wieder Wind. Ein Deck fackeln hast du schon mal gehört. Dürfte ein Deck sein, oder? Ja. Dann ist gut. Und dann. Dann muss ich es wieder hochspringen. Oh, ich brate hier mal ein bisschen Fleisch. Ich brauche wieder Essen. Kohle nehme ich zwar nicht. Brücke machen. Ob ich da einen Kopf hat zu suchen. Auch zu finden. Ah, die Boss hat das komische Ding hingemacht. Welches Ding? Das, was du gebaut hast. Ja. Ja, wo hast du es hin? Es steht alles im Keller. Den hast du in den Keller gestellt, okay. Generator, den Macerator und den Electric Furnace hab ich. So, ich hau mir mein Hühnchen rein. Das Blöde ist, wenn du in der Höhlentour bist, ich kann da nicht mehr schlafen gehen. Das ist impossible. Ich hätte. Du willst ganz mit dem Bett runterschmeißen, ich stehe immer noch hier. Nein, hol dir selber eins. Okay, dann nach Mikro zu gehen. Ich baue jetzt außerdem hier das Dach, damit das endlich mal fertig ist, das Haus. Auch wenn ich mache Dachbau immer am Schluss, weil ich das hasse. Ich guck wie hier, da stellen sie immer so blöd die Treppen hin. Oh, ich hasse das so sehr. Kann schlecht gucken, ich bin in der Höhle. Ich rede mit den Zuschauern. Oh, fängt ja schon mal gut an hier, wenn ich liebe es. Papa, das ist gut. Vielleicht eine 99%ige. Aber Scheiße, ich bin gleich tot. Fuck, ich bin vom Haus bis nach ganz unten am Berg runtergefallen. Ich hab doch ein halbes Herz. Fuck. Ich brauch unbedingt irgendwie was zum Futtern. Ja, ich wollte mich noch mit Zaubern beschäftigen. Mist, ich hab kein Essen mehr. Beinchen hacken und dann warten. Blöd wäre es natürlich, wenn Nacht wäre, aber ich glaube, das ist noch nicht. Oder ich bringe mich einfach um. Blöd, wie sollst du dich umbringen? Hol doch einfach zu essen. Ich bringe mich um. Two Anime! Okay, mach ich nicht. Bist du dumm? Ach, ich ja nicht. Ich habe meine ganzen Sachen in die Kiste reingemacht, damit mein Inventar ein bisschen aufgeräumter ist, okay? Oh, nicht so, ich brauche nicht so viel. Dann schnetze ich mir mal ein paar Tierchen. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt hier nicht irgendwie runterfalle. So. Schön langsam runterlaufen. Hätte ich die Wette gewonnen, dass du als Erster stirbst. Hä? Ah, stimmt, wir haben gewettet. Aber du bist vorhin schon fast als Erstes gestorben. Eisenrüstung, so schnell sterbe ich in Rüstung. So, da ist ein Schwein. Boah, ich sehe Schwein. Schwein. Ein. So. Dann steht die Wette immer noch offen. Wenn ich jetzt nicht irgendwie hinfall oder so. Was sehr, sehr dumm wäre, weil ich nur noch ein halbes Herz habe. Dann gehen wir mal nach da oben. So. Nehmen noch Kohle. Ja. Auf geht's. Oh, mit schon wieder Nacht, ne, gell? Von hier oben ist so viel Nebel im Tal, weil ich meine Grafikeinstellungen nicht so ganz hoch gemacht habe, damit es überhaupt nicht leckt oder nur ein bisschen oder so. Oh, eigentlich dürfte es nicht lecken. Sichtweite gestellt. Hä?
Hier hast du eine Sichtweite gestellt. Auf normal. Und du? So. Ja, in der Höhle brauche ich eben keine Sicht. Ja. Da hast du natürlich recht. Ach, jetzt habe ich gerade mit meiner Spitzhacke. Ach, jetzt habe ich vergessen, die Treppchen mitzunehmen. Bei mir, oder? Was ist? Ich suche gerade eine Höhle. Eine Höhle? Auf meinem Radar, ja, auf meinem Radar wird eine angezeigt. Ich hab gedacht, du bist schon in der Höhle. Ja, der Höhlengang hat aber zu nichts geführt, sag ich mal. Achso. Ich hab gedacht, der sieht so gut aus. Ja. Also dann noch von oben. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht wieder runterfallen. Das wäre sonst sehr dumm. Mach ich einfach ein bisschen deine Treppe nach unten, meine ich mir. Ich hasse es, so diese Scheißtreppen hinzusetzen, es regt mich nur auf. Vergiss immer Fackeln zu setzen. Ja, du.